Denn es ist zwar karibisch heiß, aber irgendwie müssen wir uns dann doch alle auf den Winter einstellen. Er kommt, ob wir es wollen oder nicht. Und der Schnee kommt mit. Und vielleicht wollen Sie ja Skifahren. Sie sagen, das klappt nicht mehr auf meine alten Tage. Könnte doch noch gehen. Einer behauptet das zumindest. Das ist Gundolf Thoma, der Cousin von Dieter Thoma, dem Skispringer. Er sagt, Ski in a day. Ich bringe es Ihnen in einem einzigen Tag bei. Das Ganze am Feldberg im Schwarzwald. Wir haben nachgeschaut, ob es wirklich klappt. Richtig gut Skifahren. Wer will das nicht? Nur wenn man erst als Erwachsener anfängt, ist der Weg zum guten Fahren meist lang und beschwerlich. Wir wollen es trotzdem versuchen. Wichtig für jeden Einsteiger, die richtige Wahl des Skigebietes. Wir sind am Feldberg. Hohe Schneesicherheit bis Ende März, einfache Pisten und günstige Preise. Das ideale Einsteigerrevier. Und es gibt noch einen Grund. Die Skischule Thoma verspricht uns, an einem Tag das Skifahren beizubringen. Aber wie soll das funktionieren? Wir machen ein Aufbausystem. Wir fangen mit ganz kurzen sogenannten Shorties-Ski an. Die sind nur 99 cm lang. Und dann haben wir mit der Firma Fischer gemeinsam einen Ski entwickelt und auch mit anderen Firmen, wo man dann praktisch so auf 1,40 m, 1,50 m Ski geht und die eben ganz einfach leicht schwingen. Und das ist eben so ein Aufbausystem. Und das soll wirklich gehen? Wir schicken Simone ins Rennen. 26 Jahre alt, durchschnittlich sportlich und von Skifahren keinen Schimmer. Kleidung und Ausrüstung gibt es bei der Schule. Und dann geht's auch gleich los. Am Anfang sieht das noch nicht sehr elegant aus. Und ob das was wird? Jawohl! Jawohl. Nicht die Kurve nicht, das macht gar nichts.